Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Freunde, lange ist es her gefühlt, tatsächlich glaube ich, dass wir uns was von Mavi gegeben haben. Aber die Jungs sind actually echt am Hustlen und ich bewundere deren Entwicklung. Und die Mavi-EP von Yellow Bar Mitzvah, von dem Yellow Bar Mitzvah Album ist unfassbar strong. Also ein Song, ich schaue jetzt direkt nach, wie der heißt. Junge, dieser eine Song ist echt eine 100 aus 10. Ich sag's euch so, wie es ist. Den habe ich, hab ich in meiner Playlist. In der habe ich ihn drin. Ich glaube Generation, genau, Generation MV. Junge, das ist eine 100 aus 10. Und ich bin immer noch dafür, es ist gerade Sommer, gebt euch bitte jetzt nochmal Nana näher. Gebt euch jetzt nochmal Nana näher und sagt mir offen und ehrlich ins Gesicht, dass ihr keine gute Zeit bei dem Song habt, okay? Ich sag's, wie es ist, Junge. Der wurde so overhated, das ist so ein unfassbar starker Sommersong. Der darf wirklich in keiner Sommerplaylist fehlen. Der ist einfach so, Digga, das ist einfach Sommerfeeling. Ich sag's, wie es ist. Ist ja auch egal eigentlich. Ja? Ihr wisst, ich mag die beiden sehr gerne. Und das sind gute Homies von mir. Und jetzt geben wir uns hier Station, beziehungsweise Station. Station. Ich weiß nicht genau, Station. Auf Deutsch ausgesprochen. Ich freue mich sehr drauf. Ich wollte eigentlich die Reaction viel früher hochladen. Ich hatte den Song auch früher bekommen. Leider hatte ich dann zum Vorproduzieren keine Zeit. Und in der Nacht habe ich dann schnell die anderen Sachen aufgenommen. Aber heute, Freunde, dachte ich, ist es nochmal soweit, dass wir uns diesen Track geben. Ich freue mich sehr drauf. Und auch wichtig, wir haben heute Nacht ein Date alle, ja? Wir haben auch heute Nacht mehrere Dates. Es ist eine unfassbar volle Release-Woche. Deswegen, es werden jetzt viele Videos in kurzer Zeit auch kommen. Auch heute. Aber sorry, es gibt so fucking viel, was rauskommt. Deswegen heute Nacht, 0 Uhr. Ab 0 Uhr 10 möchte ich, dass ihr meinen Kanal campt, okay? Es kommen Sachen online, da könnt ihr euch drauf freuen. Ich bin super gespannt auf die neuen Songs. Jetzt aber erstmal Mavi mit Station. Let's go. Video ist von Lukas Press, sage ich. Falls es überhaupt eingeblendet wird. Ja, Lukas Press. Da haben wir ihn noch, Lukas Press. Media Productions. Wichtig und richtig. Junge, diese Kappe passt einfach zu 1 Million% auch. Der Bart fresh, Junge. Gut sieht er aus. Schöner Mann muss man. Ey, Ali, schöner Mann. Hey. Ich bin gespannt. Okay, ey, ich bin echt gespannt. Ich versuch's jetzt auch ein bisschen weniger so. Aber ich bin echt gespannt, weil es so ein bisschen sentimental wirkt gerade, ja. Was soll ich tun? Der Wodka schmeckt zu gut, betäube langsam meinen Schmerz. Achso, nehme ich noch einen Schluck. Im Sommer wie im Winter hocken vor der Station d'Essence. Papa Nepal ab, der Zipbuch, sag ich für Don Movessence. Man muss immer ein bisschen Französisch lernen, um alles zu verstehen in den Lyrics. Das tut mir leid. Narben auf der Seele, gestochen wie mit Messer. Versuch jeden Tag, dass der Typ vor dem Spiegel wieder lächelt. Es ist ein Teufelskreis, der mich wieder rennen lässt. Vor den Richter keine Aussagen, fick die Grippe und den Rest. Milligramm auf NASA, Ticket auf der Strada, Chibi, Polis, Ara. Na 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 na. Boah, okay, das war geil, Junge, das war geil. Diese Melodie war geil, diese Melodie war geil. Ich muss sagen, echt, ich respekte deren Entwicklung einfach zu 100%. Mann. Auf der Strada, Chibi, Polis, Ara. Na 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 na. Milligramm auf NASA, Ticket auf der Strada, Chibi, Polis, Ara. Na 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 na. Station d'Essence. Eigentlich wollte er na 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 näher, na na näher sagen. Chibi, Polis, Ara. Na 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 na. Station d'Essence. Nocturne, Chebrac, Billet, Violet. Ich habe keine Ahnung, was die da rappen. Ich sag's, wie es ist, ja, aber musikalisch ist das einfach nice, Mann. Natürlich immer diese Junge. Das ist nicht die OG-Dose. Das ist nicht die OG-Dose. Das Design wurde, glaube ich, geändert von diesen Effektdosen. Oder was waren das für welche, die wir hatten? Doch, das waren die, aber das Design wurde geändert. Das war auch Effekt. Aber das Design wurde geändert. Boah. Geile Einstieg und diese basshaltige Stimme, Mann, liebe ich von ihm. Keine Zeit für Stress, ich will das Maximum. Ich sehe von meinen Augen, wie viele Brüder hier noch bleiben. So viel drin in der Lammitte, deren Kinder reingehen. Jeden Schritt, den du tust auf Kamera. Jeden Zug, den du tust auf Paragraph. Meine Aggression, keine Kontrolle. Kiefer.
Verbrechen, keine Reue, laufe durch Straßen, falsche Gesichter. Auf diesen Beat kommt das nice. Ich muss sagen, das ist nicht so 100% mein Style. Also den Track würde ich jetzt auch nicht in meine Playlist packen, aber einfach, weil es vom Vibe her nicht 100% ist, das, was ich fühle. Ich mag dann eher sowas ganz Aggressives wie Generation MV oder so ganz in die lockerere, fast schon poppigere Richtung wie Nana Nair zum Beispiel. Aber so fürs ab und zu mal hören irgendwie, finde ich es nice, aber jetzt ist halt nicht so der Turn, den ich in meine Playlist packen würde. Aber ich finde es cool halt, dass man darin auch sieht, wie viele verschiedene Sachen sie raushauen. Auch die älteren Songs von denen gehen auch nochmal in eine ganz andere Richtung irgendwie. Und dass es einfach nicht immer derselbe Einheitsbrei ist, finde ich ganz nice. Da ich lebe das Leben, was mich nie interessiert hat, finde keine Wege, um herauszukommen und beneide die Menschen, die mit nichts klarkommen. Junkies reden mit dem Tod, Menschen auf Krieg sinnlos, Richter hängen auf Schnuff und Petrus haben Weltenschutz. Ich suche den Sinn, doch ich lande im Block, Gefühle sind tot, ich lerne es noch. Oh, aber irgendwie, es hat dieses Sentimentale, das fühle ich schon, muss ich sagen. Ich liebe die Liebe liebt mich, doch die ich liebe, die liebt mich nicht. Boah. Oh, ey. Okay. Ich liebe die Liebe liebt mich, doch die ich liebe, die liebt mich nicht. Okay. Okay, ey, die Hook ist, also Hooks können die besser als alles andere gefühlt, Junge. Die Hook ist echt ein 10 von 10. Das war schon gut, Mann. Ich sag's, wie es ist. Also wenn man so auf so ruhigere, entspanntere Songs ein bisschen steht, ist das actually nice. NLP ist so strong, Junge. NLP. Wir müssen ganz kurz nochmal in NLP reinhören. Sorry. Ganz kurz NLP. Der Part von Ali, Junge. 20 aus 10. Mit dem Kopf durch die Wand beinahe. Oh, nee, erstmal die Hook. Stimmt, Junge, die Hook von NLP. NLP gibt's immer noch nicht auf Spotify, soweit ich weiß. Und schon wieder auf der Jagd nach dem Lila. Meine Mifa hat es niemals gedacht. Doch der Junge hat es wieder geschafft. Okay, ganz kurz, ich brauch den Part. Der Einstieg ist in 20 aus 10, ganz kurz. Brief aus dem Bunker. J'écris ma lettre dans ma cellule. Kopf ist kaputt, schon wieder tagelang wach. Mein einziger Gedanke ist, wie komm ich raus aus der Schlacht? Trinke wieder zu viele Flaschen, so vergesse ich den Hass. Und wenn du mucken willst, warum mach ich komm allein wie ein Mann? Sieh noch eine Line von dem Coca, weil ich mein... Das ist mein Lieblingssong, Digga, mein Lieblings-Mavi-Song. Ich sag's, das NLP ist super strong. NLP ist echt ein 20 aus 10. Ey, okay, also ganz kurz jetzt aber nochmal zum anderen Song. Sorry, ich war gerade ganz kurz hier in meiner Fanboy-Bubble drin. Station, ultra gutes Ding gemacht. Ey, ich mag diese sentimentalen Sachen halt nicht so in meiner Playlist on a daily basis, irgendwie dieses ruhigere. Aber wenn man so eh gerade ruhigere Songs hören will, bisschen Atmosphäre, ist das auch übel strong gewesen. Ich mag die Hook. Die Hook ist ein 20 aus 10. Melodien und so gesangstechnische Sachen können die einfach. Und keine Ahnung, ich finde es einfach cool zu sehen, wie sie sich entwickeln. Ich hoffe echt, dass mal mehr richtiger, also nicht nur Singles rauskommen, die dann auf YouTube irgendwie sind, sondern dass wir mehr Spotify-Stuff haben, dass wir hier und da nochmal ein Feature haben, hier und da vielleicht mal eine eigene EP auch nochmal richtig haben und so. Aber ich glaube, das liegt auch nicht nur an denen, dass die nicht mehr machen bei BBM quasi. Deswegen, wir werden sehen. Ich habe mich aber auf jeden Fall über die Mavi-EP sehr gefreut und die hat auch gutes Feedback bekommen. Auch ich kenne einige, die auch Generation RV sehr, sehr strong fanden, was mich gefreut hat. Und ja, ey, lasst auf jeden Fall ein bisschen Support und Liebe nochmal da, ja. Und gebt euch NLP. Gebt euch nochmal Nana Nair, Generation MV und NLP. Und sagt mir dann, dass Mavi nicht gut ist. So. Muss auch mal hier sein. Kleines Machtwort gesprochen, Freunde. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Tag heute. Ja, wir sehen uns heute Nacht, wie gesagt, 0 Uhr. Ich freue mich auf euch. Alle Gruppenkuscheln ist angesagt. Und dann habt einen wunderbaren Tag. Bleibt so fresh und gut aussehend wie immer. Und ciao.